Hallo, wir präsentieren Ihnen jetzt, wie Sie als Kunde das Support Desk von Projektmanagement basierend auf SAP Business One nutzen. Wir möchten zum Beispiel einen Fehler in unserer Software, einen sogenannten Bug, an unseren Lieferanten kommunizieren. Dazu haben wir das Support Desk übers Internet aufgerufen. Login, Passwort und die Internetadresse hat uns der Kundenbetreuer in Projektmanagement eingerichtet und per Mail zugesendet. Jetzt tragen wir unser Login, in diesem Fall unsere E-Mail-Adresse ein, ergänzen das Passwort und melden uns an. Die Benutzeroberfläche ist recht übersichtlich. Wir erreichen die wichtigsten Funktionen sowohl über die Icons in der Menüleiste als auch über das Regiezentrum auf der linken Seite. Wir möchten unseren Ansprechpartner jetzt über einen Bug informieren und wählen dazu neuen Supportvorgang erfassen. Wir wählen den gewünschten Supporttyp aus, also Bug, Softwarefehler. Und legen die Priorität wichtig für unsere Meldung fest. Das Produkt ist Projektmanagement für unsere Firma MB Consulting. Dann tragen wir bei Kurzbeschreibung ein, was nicht funktioniert. In diesem Fall, Lieferschein wird nicht richtig ausgedruckt. Und ergänzen im Feld Vorgangstext, was nicht funktioniert, nämlich Datum und Belegnummer sind vertauscht. Dann gehen wir noch weiter, tragen ein, welche Version der Software wir verwenden und speichern die Meldung. Wir möchten die Meldung nachträglich durch einen Kommentar ergänzen. Wir bitten um schnelle Bearbeitung. Dann hängen wir noch einen Screenshot an, um zu verdeutlichen, was wir meinen. Der Screenshot sieht etwas komisch aus. Wir prüfen, ob es der richtige ist. Genau, hier kann man auch die vertauschten Daten gut erkennen. Damit ist der Eintrag abgeschlossen. Der Kundenbetreuer kann die Meldung jetzt in seinem Supportdesk sehen und wir melden uns ab. Etwas später melden wir uns wieder an, um zu sehen, ob schon etwas passiert ist. Im Register Alle ist die Meldung nicht zu finden. Dann sehen wir mal bei Gelöst nach. Da finden wir unsere Meldung und öffnen sie, um zu sehen, was passiert ist. Jetzt kann man den Ablauf sehen. Unser Kundenbetreuer, Mark Manager, hat den Vorgang seinem Kollegen übertragen. Der Kollege Fred Freelancer hat den Vorgang bearbeitet, kommentiert und ebenfalls einen Screenshot angehängt. Den schauen wir uns jetzt an. Jetzt stimmen die Einträge. Deshalb schließen wir den Vorgang ab und kommentieren die schnelle Bearbeitung. Die Meldung, Bearbeitung und Verwaltung von Bugs und Anregungen zur Weiterentwicklung der Software ist Hauptzweck des Support Desk. Schauen wir uns jetzt an, welche Möglichkeiten das Support Desk darüber hinaus bietet. Noch zwei Hinweise zum Suchen von Supportvorgängen. Die Listen auf den Registerkarten lassen sich verändern, und zwar mit Hilfe der Pfeile. Man kann zum Beispiel die Spalten sortieren oder Filter setzen, um zum Beispiel nur alle kritischen Supportvorgänge zu sehen. Das soll zu Supportvorgängen an dieser Stelle mal reichen. Manche Reaktionen einer Software bereiten mehreren Benutzern Schwierigkeiten, lassen sich aber nicht sofort aus der Welt räumen. Für diese Fälle wurde eine sogenannte Knowledge Base eingerichtet. Hier sehen wir eine Liste der Einträge. Wenn wir sie öffnen, finden wir eine Anweisung zur Behebung des Problems. Abschließend möchten wir noch auf zwei Dinge eingehen: die Anpassung des Support Desks und die Veränderung des Passworts. In den Benutzereinstellungen können wir zum Beispiel die Sprache für unser Support Desk ändern oder die Position der Fenster speichern lassen. Und selbstverständlich können wir im Support Desk unser Passwort ändern. Zusammenfassend kann man sagen, das Support Desk von Projektmanagement basierend auf SAP Business One ermöglicht, Softwarefehler, Verbesserungsvorschläge oder Ähnliches an den Hersteller oder Lieferanten zu melden, zu den Meldungen Kommentare, Erläuterungen oder Bilder hinzuzufügen und die Bearbeitung und Dokumentation der Meldungen zu verfolgen und zu kommentieren. Damit sind wir am Ende unserer kurzen Präsentation angelangt und bedanken uns für Ihr Interesse.